Moin, moin, Freunde der soligen Wohlfühlatmosphäre. Hier ist wieder Spielverliebt auf Spielverliebt TV. Dummerweise habe ich es jetzt nicht aufgenommen. Also verspätet jetzt. Es gibt tatsächlich noch einen Sarg, den habe ich übersehen. Aber bevor ich das vergesse, hat mir gerade ein guter Kunde aus der Spielverliebt-Gruppe erzählt. Ich war unten in den ganzen Bereichen noch nicht. Ich bin zwar wirklich beim Finals-Boss jetzt, aber ich will das noch absuchen. Geh weg da, Lenny. Geh weg da, bitte. Geh bitte weg. Bevor ich das vergesse, ich gehe mal wieder ganz kurz zurück. Das ist echt interesting. Absolut. Also, wir kamen von, nein, genau. Platz am Haupttor. Laufen hier raus. Also quasi, ihr habt ihr das Nilpferd bekämpft, aber alles ganz langsam. So. Hier, Platz am Haupttor. So. Hier war der Fight gegen das Nilpferd. Dann ging es ja erst links nur weiter. Da kam man irgendwann ja hier hin und konnte das Tor aufmachen und wieder zum Feuer zurück. Nun laufen wir hier lang. Lasst euch überraschen, sonst schaut bei Paradoxolyt. Komischer Name, ich gucke gleich nochmal genau nach. Rein, der hat noch den Weg weiter beschrieben. Ihr springt meinetwegen hier runter, ist auch egal. Ihr könnt auch, dort hinten ist eine Leiter. Ich glaube, hier hinter war das und dann rechts, ne? Hier, da könnt ihr aber die Dudes erstmal da oben ignorieren. Hier hinter, das hatte ich schon entdeckt. Das ist ja offensichtlich oder relativ, also erwartungsmäßig. Nun aber. Hier war ich auch. Ich habe mich vielleicht zu sehr von dem Gemälde ablenken lassen. Hab das genossen und ja, gefeiert und dachte, das ist die Beute. Hier findet ihr ein schönes Gemälde, was ihr übrigens auch mitnehmen könnt. Und nun, ich habe die ganze Zeit offline gespielt. Jetzt ist der zweite Tag, nee, erste Tag, an dem ich online spiele. Erste. Und hattet diese Nachricht wahrscheinlich gar nicht hier. Ich weiß nicht, ob ihr offline auch so eine Nachricht habt. Hier ist eine Geheimwand. Da bin ich gar nicht drauf gekommen. Ich dachte, das Bild ist hier. Ja, Belohnung genug. Nee, nee, die klopft ihr ein. Wenn ihr online spielt, werdet ihr das eh nicht haben, das Problem. Wird da wahrscheinlich auch eine Nachricht stehen. Und hier ist nun der Sarg. Ach so, wir können noch mal rein. Genau. Schauen wir uns noch mal die Animationen an. Ja, Dark Souls 2 Schnee-DLC lässt grüßen. Wenn ich den Dark gesehen hätte, den Sarg gesehen hätte, dann hätte ich auch einen Instinkt gehabt. Und Dark Souls 1 natürlich auch. Wir erinnern uns dran. Zu Nito runter im Sarg. Ja, und in Elden Ring gab es das ja auch schon. Stimmt, unten. Gab es ja auch schon Sarg. Den habe ich nicht gesehen, Freunde der spielenden Zunft. Wenn andere auch so dusselig waren in dem Moment. Ja, hier gefühlte 50 Grad in meinem Zimmer. Da übersieht man mal ganz schnell was. Ich sag euch aber gleich mal den YouTuber, der, ich habe es auch nur bis dahin angeschaut. Lasst euch überraschen, wo ihr dann hinkommt. Wenn ihr wissen wollt, wo das alles hinführt, dann, ich lege mal ganz kurz den Controller hin, dann lauft, beziehungsweise ich laufe erstmal ganz kurz zur Gnade. Liegt hier noch was Schönes? Hinter mir ist auch noch was. Ja, das machen wir gleich. Erstmal die Gnade. Soll nur ein ganz kurzes Video werden. Ja, der macht ganz verrückte Sachen. Kann ich nur empfehlen. Der hat auch schon 100% in dem Spiel. Also wirklich 100%. Der hat jeden Furz hier, jede Pflanze hat der umgedreht. Absoluter Sherlock Holmes. Den bemühe ich immer mal ganz gerne, wenn ich Probleme habe. Wir sind also jetzt auf der Map. Hier. Diesen ganzen Bereich habe ich noch gar nicht erkundet. Hier. Und mein Ziel ist nachher, um hier hinzukommen, hier ist ein Höhleneingang. Irgendwo. Naja, nicht irgendwo, also hier, also in dem Bereich irgendwo.
in diesem Wald oder vielleicht kann man denn hier runterspringen? Das ist ja egal, das finde ich ja dann erstmal. Das habe ich dummerweise übersehen. Ja, und dann, genau, ist das erstmal hier selbsterklärend wieder. Ja, und hier oben wartet dann, nee, will ich noch nicht spoilern. Ja, ich will es nicht spoilern. Ein böses Finale. Ein absolut böses Finale. Hatte ich das jetzt schon gesagt? Hoffentlich habe ich es nicht gespoilert. Ich höre mir das Video nochmal an, bevor ich das rausstelle. Das sollt ihr gar nicht wissen. Überraschung. So. Wo war jetzt der? Oh, mein Schädel, der glüht hier. Ja, ein Knoten im Kopf. Naja, ihr werdet es da wissen, von wo ich da eben kam. Ich bin diese Dings hier runter, genau, hier oben. So. Hier bin ich jetzt, genau. Wasserstelle des Schlosses. Ja, cool. Hier ist noch was zu erkunden. Bin ich ganz gespannt. Ja, vielleicht ist noch hier ein schöner Drachen irgendwo in dem Bereich. Oder so ein Waldgeist. Nehme ich alles mit. Hier liegen zwar meine Seelen, aber das ist eine andere Höhe. Lasst euch da mal nicht täuschen. Ich wusste immer nicht, wie ich da runterkommen soll. Das ist da drüber. Ja, die Karte ist so ein bisschen gut durch diese Schattierung. Kann man das interpretieren, dass das über dem liegt und das über dem? Aber ja, das hätte man ästhetisch, künstlerisch ästhetisch noch ein bisschen besser an manchen anderen Stellen machen können. Hier ist es offensichtlich. Ja, ich habe hier die ganze Zeit rumgewühlt und gesucht und dann diese Steinplättchen hier gesehen und gedacht, da vielleicht runter. Nee, Arschlecken. Von hier oben. Ja, ich bin gespannt, Freunde, der Spiel jetzt. Jetzt aber zu seinem Kanal. Paradoxolyt, glaube ich. Ich habe es gleich. Ich habe es gleich. Ich habe gerade eine Nachricht auf dem Handy. Dies ist von so einem anderen YouTuber noch. Ich gehe gleich hin. Er hat mir das extra für mich auf YouTube gemacht. Ja, es ist ein Dude, der hat so viel Potenzial auf Aufrufe, aber das geht ihm alles von am Arsch vorbei. Der macht da so viel geilen Shit auf seinem Kanal. Paradoxolyt. Para, ja, wie paranormal. Doxo, Doxolyth. Unbedingt mal hin, wenn ihr verrückten Stuff wollt. Ich glaube, was ich so bisher so bei ihm gesehen habe, Glitche findet der auch. Der macht ganz vielen Stuff. Das ist richtig, richtig fett. Und er hat das jetzt extra für mich reingestellt. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Real Namen nenne ich lieber nicht. Wer weiß, ob du das willst. Aber das ist richtig cool. Falls ich da nicht weiterkomme, aber ich will mir jetzt nicht die Erkundungsfreude nehmen, schaue ich mir das Video natürlich noch viel weiter an. Aber das war erstmal das, was ich jetzt hier wollte. Ich wollte erstmal hier runterkommen. Und das hatte ich auch erzählt. Boah, ich vergesse das bei der Hitze sofort wieder, was ich erzählt habe. Ihr kommt dann hier unten endlich. Gott bewahre. Ich dachte ja immer hier oben über den Bösen. Ne? Wir wissen schon wen. Bailey Mailey, die hässliche Hackfresse. Hier, dann kommen wir endlich auch dorthin. Das finde ich aber wiederum richtig cool von Hidetaka und Konsorten. Wer sich zu Kritikpunkten reinhören will, möge mein Video davor denn schauen. Aber da kommt noch was sehr Detailliertes, wo ich eben auf Punkte der Schwierigkeit eingehe, die eben doch anders ist als Soulsborne DLCs im Allgemeinen. Da kann ich also der differenziert nochmal drauf eingehen, was ich auch wäre, das ist eben nicht so, wie viele sagen, die machen das mal gleich so. Ja, ist bei Souls immer so. Nee, erstmal die Aussage ist schon mal per se verkehrt. Demon's Souls hat gar kein DLC. Bingo. Ja, diese ganzen oberflächlichen Phrasen im Internet, das ist. Nee. Da gehen wir hier in Medias Res, da gehen wir ins Detail, was hier halt anders ist und warum es eine andere Schwierigkeit ist. Ja, das hat mich doch, das reizt mich schon seit gefühlten 15 Stunden, das Ding. Ja, mindestens. Was habe ich hier alles versucht und getan und dann lag es ja an so einem Quark mit dem Sarg. Hütte des Ältesten freue ich mich auch drauf und da bin ich mal gespannt. Alter Schwede, was? Ernsthaft? Wer weiß, wie weit das hier noch rausgeht? Ja, da bin ich mal wirklich gespannt. Ja, bye bye und auf Wiedersehen. Vielen Dank nochmal an meinen treuen Verbündeten hier in der Spielverliebt-Gruppe.
Das Dankeschön geht besonders an dich und die große Freude mit einem Sprung jetzt. Bye bye und auf Wiedersehen.